Hi Mädels, heute dekorieren wir mal uns. Schickt eure Männer ruhig raus zum Popcorn holen, denn nachher gibt's was für die zu sehen. Was braucht ihr dazu? Schals, Schals, Schals. In jeder Farbe und Form, wie ihr möchtet. Ich zeige euch jetzt, wie wir uns die hübschen Dinger hübsch um den Hals legen können. Wir beginnen mit dem Bridal Style, dem Brautstil. Das Schaltuch nehmen wir zur Hälfte, Arm durch, um den Hals. Dann die zwei losen Enden durch die Schlaufe durch. Die Schlaufe noch einmal drehen und dann wieder die Enden durch, zurechtzuppeln und das war's. Der nächste ist La Cravatta. Mit italienischem Flair könnt ihr damit ins Büro gehen und wenn ihr eine Verhandlung habt, die habt ihr dann so sicher wie in der Tasche. So, ich fummel hier schon mal. Wir haben den Schal ausgebreitet über die komplette Länge. Dann legen wir die Hälften zusammen, dann noch einmal, dass es auch schön ordentlich ist. Fürs Büro muss es etwas Ordentliches sein. Dann nehmen wir den um den Hals, oben, unten durch und dann entsteht hier eine Schlaufe und in diese Schlaufe stecken wir das kurze Teil nochmal rein. Wie immer zurechtzuppeln und La Cravatta ist fertig. Der nächste ist der Easy Style, also wenn es euch ganz gut geht, wenn ihr lässig seid, dann könnt ihr den nehmen. Dazu nehmt ihr den Schal, einmal um den Hals, dann nochmal und das lose Ende einfach unten reinstecken, ebenso hier, das mache ich jetzt hier hinten und schon sieht es aus, als wenn ihr einen Schal aus einem Guss habt. Wenn ihr allerdings euch tagsüber viel bewegt und ihr nicht sicher seid, ob der Schal die ganze Zeit hält und ihr nicht immer Lust habt, danach zu zuppeln, habe ich noch eine zweite Idee für euch. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar machen wir in die Enden einfach Knötchen, sodass wir dann einen Loop-Schal haben, den wir dann jederzeit wieder entloopen können. Ein Ende. Zweite Ende. So, das ist er jetzt. Dann einfach durchschlüpfen, nochmal quer nehmen, nochmal durchschlüpfen und so hält der Loop den ganzen Tag. Yes, it's Lady Style and I feel alright. Ja, genau, Lady Style. So heißt unser nächster Knoten und damit fangen wir auch schon an. Einmal den Schal um den Hals, dann noch einmal. Das heißt, wir haben hier zwei lose Enden und die knoten wir jetzt einfach zusammen. Einmal, zweimal, fertig. Der nächste ist der Magic Trick, also der Zaubertrick. Dazu nehmen wir den Schal und legen ihn wieder um den Hals. Dann mit dem einen Ende nochmal, dass wir hier diese Schlaufe haben. In diese Schlaufe fassen wir rein, greifen das rechte Ende, bis wir wieder eine kleine Schlaufe haben. Und durch diese Schlaufe kommt das andere Ende durch. Et voilà. Mit ein paar Handgriffen und ein paar schönen Schals kann man sich nochmal so richtig schön herrichten. Und wisst ihr, wenn ihr im richtigen Dekoladen seid und nach den Schals von Dekolina fragt und ihr dann auch noch welche bekommt, dann seid ihr goldrichtig.